Es gibt in stehenden Gewässern auch das Phänomen der sogenannten stehenden Wellen. Man nennt diese stehenden Wellen Seiches. Und es sind geringfügige Schwankungen der Wasseroberfläche. Das sind praktisch Stehwellen, die aus der Überlagerung zweier gegenläufig fortschreitender Wellen entstehen können. Diese beiden Wellen brauchen jedoch dieselbe Frequenz und dieselbe Amplitude. Und somit kommt es zu kleineren Schwankungen im Wasserspiegel. Die windbedingten Strömungen in einem See sind natürlich nur bei Gewässern möglich, welche auch exponiert sind. Also bei ganzjährig zugefrorenen Seen finden wir dieses Phänomen nicht. Aber wenn der Wind drüber streicht über die Wasseroberfläche, haben wir im Epilimnion hauptsächlich diese Durchmischung. Das heißt, wir können zum Beispiel im Sommer in einem Badesee ein Epilimnion haben von, sagen wir, 2 Metern, welches eine gemischte Schicht ist. Dann kommt diese Thermokline, wo wir den größten Temperaturabfall haben, und darunter dann das Hypolimnion. Also in der ersten Grafik würden Sie einen Wasserkörper sehen zur Stagnationszeit, wo wir eben diese strikte Trennung haben. Wenn sich das Gewässer dann abkühlt, zum Beispiel über den Herbst, dann beginnt diese Zirkulation und somit kann es zu einer vollständigen Durchmischung des Wasserkörpers kommen. Es gibt auch verschiedene Dichteströme, das heißt, wir haben verschiedene Mischprozesse in den Seen. Die Dichteströme oder Density Currents, wie man sie zum Beispiel bei Flussmündungen kennt. Das heißt, wir erkennen hier eine Einmündung von Material, welches oftmals dichter ist, weil Sedimente mit eingetragen oder Sand. Das heißt, es wird mit eingemischt durch diese Dichteströme, beziehungsweise können wir durch lokale Abkühlung oder auch Aufheizen diese Dichteströme erkennen. Oder es kann auch sein, dass durch partikuläre Bestandteile in Sedimenten, durch Remineralisierungsprozesse Dichteströme auftreten, welche hier wieder weitergemischt werden. Beziehungsweise im letzten Fall kann es auch sein, dass zwischen zwei getrennten Seebecken mit verschiedenen Temperaturregimes oder auch verschiedene chemischen Zusammensetzungen, wie es manchmal der Fall sein kann, Dichteströme entstehen können. Wenn wir uns verschiedene Mischzeiten ansehen in einem klassischen mitteleuropäischen See, man spricht hier von einem holomiktischen See. Holomixis bedeutet mischt zur Gänze, also holo der Begriff für ganzheitlich und mixis für mischen. Das heißt, dass die gesamte Wassersäule durchmischt wird. Haben wir hier zum Beispiel an der Oberfläche eine horizontale Mischung, welche vielleicht einen Tag lang dauert. Die vertikale Mischung kann vielleicht eine halbe Stunde dauern. Und je tiefer man runtergeht in das Hypolimnion, kann die vertikale Mischung zum Beispiel schon ein Jahr lang dauern. Zustande kommt das eben durch diese geringere Exposition an Wind bzw. Temperaturunterschiede. Und manchmal findet man in Sedimentnähe auch größere Dichten, welche das Mischen noch etwas schwieriger machen. Hier als Beispiel am Ammersee, was wir hier an Temperaturprofilen sehen können. Im tiefen Profil, wenn wir speziell die Sommersituation hernehmen, dann sehen wir am Anfang des Sommers sehr viel höhere Oberflächentemperaturen, wobei sich die Tiefentemperatur immer bei 4 Grad trifft. Das heißt, in der Tiefe beobachten wir hier die Dichteanomalie des Wassers, wo das Wasser die größte Dichte hat. Je weiter die Saison fortschreitet gegen den Herbst hin, umso mehr kühlt dann die Oberflächenschicht ab, wie wir hier sehen an der ersten Grafik Ende Oktober, wo dann diese kühlere Schichten auch weiter hinuntergemischt werden.
also bis auf ca. 18 Meter. Hier an einem nordamerikanischen See sehen Sie Temperaturisopleten aufgetragen mit einer klassischen Eisbedeckung. Das heißt, direkt nach der Eisbedeckung, die offenbar hier im Juli verschwindet, kommt es hier zu einer vollständigen Durchmischung, wie Sie hier an den geraden Linien erkennen können, wobei dann bis zur nächsten Eisbedeckung im Oktober dann wieder diese Schichtung stattfindet. Das ist diese klassische Hochgebirgssituation, wie wir sie auch bei uns in den Alpen finden. Als anderes Beispiel der Kinneret-See, wie Sie hier sehen, über 2 Jahre gesehen. Das heißt, der See mischt im Frühjahr, bleibt über den Sommer geschichtet und dann mischt er noch etwas später, sehr viel später, Dezember, Jänner. Und hier sehen Sie, dass während der Mischung wieder die Isopleten oder die Temperaturen ganzheitlich oder in derselben Temperatur gegen das Sediment gehen. Bei uns in Europa findet man diesen klassischen Typus eines holomiktischen, dimiktischen Sees. Das heißt, wir haben hier eine jährliche Zirkulation und eine Schichtung. Das heißt, im Frühjahr zirkuliert einmal der gesamte Wasserkörper, die Eisbedeckung geht weg, dieses vorerst kalte Wasser erwärmt sich oben und dadurch kommt es dann zu einer Schichtung. Das heißt, wir haben an der Wasseroberfläche wärmere Temperaturen im Epilimnion, dann dieses Metalimnion und als Grenzschicht darunter dann das Hypolimnion, wobei wir an der tiefsten Stelle 4 Grad Celsius finden. Wenn sich im Herbst dieser Wasserkörper wieder abkühlt, wird das Wasser schwerer. Das heißt, dieses kühlere Wasser fällt nach unten und mischt dadurch die gesamte Wassersäule, bis es wieder zu dieser Winterschichtung unter der Eisdecke kommt. Also dimiktisch im Sinne, dass das Gewässer zweimal im Jahr durchmischt und holomiktisch, weil eben die gesamte Wassersäule mischt.